Das war schon immer, das war ich auch schon immer. Ich konnte halt immer durch das WC hier durch. So, das ist jetzt nicht mehr. Und auf dem Plan sieht man, dass man hier halt quasi durch konnte. Und dann konnte ich hier auch den Flügel wechseln bis hier rein. Aber da komme ich ja, also da war nichts großartig, da waren ein paar optionale Sachen. Und hier komme ich halt nirgendwo mehr hin. Hier hinten bräuchte ich einen Bolzenschneider oder so, um das Türschloss durchzukriegen. Kann man jetzt auch nicht runternehmen. Hier, das, ich habe auch schon hier geguckt. Aber das funktioniert auch nicht. Und hier bin ich schon komplett lang gelaufen. Hier ist halt nur Speicherpunkt und hier gab es vorher ein paar Items, aber hier ist halt auch nichts weiter. Und die Türen gehen hier alle nicht auf. Ich glaube, auf der Etage komme ich gar nicht mehr irgendwo rein. Nicht mal, wenn, also nicht mal mit einem Schlüssel ist hier was gelockt. Also hier ist eine Mauer, ne? Dann sollte man nicht reingehen, weil ein Toter drin ist. Wenn ich hier durchgucke, könnte ich hier die... Wenn ich hätte, Kette könnte ich durchschneiden, aber da würde ich jetzt auch nicht ins andere Stockwerk kommen, glaube ich. Und hier kann ich auch nicht und hier ist halt auch nichts. Ja. Ich komme halt nicht weiter. Die Frage ist halt, faselt in der Komplettlösung irgendwas von der Brechstange? Ich weiß halt noch nicht, wo er die jemals irgendwo mal gesehen hat. Ich habe in dem ganzen Spiel, also das, was ich übersehen habe, habe ich schon oft gehabt, aber ich habe in dem ganzen Game nicht eine Brechstange gesehen. Ja. Und da struggle ich jetzt aktuell. In der 7 oben komme ich auch nicht weiter. Auch mit Kamera geht's. Die Brechstange ist in der 709. Okay. Und mit Kamera komme ich auch nicht. Nein, ich komme einfach nirgendwo mit. Es gibt halt eine. Wo war denn das Chat? In der 7 irgendwo? In der 7 gibt es eine Tür, da kann ich quasi durchgucken und da liegt der nächste Knopf für den Fahrstuhl, aber da komme ich nicht ran. Weil ich komme durch die Tür nicht durch. Also ganz, ganz komische Geschichte. Wenn ich hier in die Lösung klicke, in die Komplettlösung. Ich will mich ja auch nicht spoilern oder so. Ist. Wir erzählen ja auch immer was von 8. Stock, aber da kommen wir gar nicht hin. Also, ich weiß nicht, ob man das in der Reihenfolge machen muss, wie er das hier tut, aber aktuell sieht das halt gerade nicht so gut aus für mich hier. Weil ich nicht weiß, wo ich was verpasst oder was vergessen habe. Und eigentlich hat man ja nicht so viele Möglichkeiten. Weil wenn es in der Main Story nicht weitergeht, dann stolpert man schon irgendwann da lang, wo man lang muss. Aber warte mal. Ich glaube, der Sprecheisen ist nicht in der 709. Warte.
Also ehrlich, wenn das jetzt wirklich das Problem ist. Ich werde jetzt nochmal nachprüfen. Das wird jetzt die letzte Aktion sein, glaube ich. Weil das wäre jetzt wieder der Klassiker. Auf der Seite. Ich habe in diesem Spiel schon so viel übersehen, ne? Weil das wäre jetzt richtig brachial bitter. Man soll hier durch die Wand stolpern? Ja, Digi. Ist klar. Jetzt ist auch noch mein Inventar voll. Jo. Ich bin dafür, ich gehe jetzt zum Speicherpunkt Speicher und nächstes Mal hole ich die Brechstange. Die Etage ist keine Kiste, ne? Warum? Auch spannend, wie viel Munition da rumliegt. Schrot, Revolver und so weiter. Naja, also es gibt irgendwie, es gibt mehrere Waffenklassen, 3 oder 4. Hat so keinen Sinn, wenn du die Knarre in die Hand da. Oh, scheiße. Brauche halt 2 Waffenslots. Also ich brauche 2 Slots. Psst. Der Kamera ist unnötig kompliziert. Ja, schon. Muss ich erstmal in die 5 fahren? Um meine Taschen auszuleeren und dann das Ding zu machen. Das Problem ist, dass ich da 5-mal dran vorbeigelaufen bin und es nicht gesehen habe. Ich meine, auf der einen Seite cool. Auf der einen Seite so, ne? Weil man nicht permanent wie in anderen Spielen, oh, da leuchtet was, oh, cool. Die können wir auch erstmal wegpacken. Wo du immer genau mit der Nase draufgestoßen wirst. Ah, das ist dann halt schon hart belastend. Das ist jetzt schon das 3. oder 4. Mal, dass mir sowas passiert hat. Ich bin hier reingelaufen, habe alles aufgeklaubt. Ich habe hier die Truhen, ich habe hier die Schubdinger aufgemacht. Alles. Und dann so eine Scheiße. Du verzweifelst ja. Denkst du, bist total bestört. Du zweifelst an deiner eigenen Kompetenz und sagst du so, Alter, ich hab doch hier schon alles abgesucht. Warum finde ich hier. Warum? Warum komme ich nicht weiter? Ja, schon leider, ich komme nicht weiter. So, ich fahre jetzt in die 5. Speichere ich dann erstmal. Bin schon wieder 1:15 und ich muss ins Bett. Weil ich muss jetzt also heute arbeiten. Und zum Training. Gut. Ja, doch. Kommen die Zuschauer wieder, pass auf.
Brauche ich die jetzt eigentlich immer, wenn ich hier aussteigen will? Durch den Gaming-Modus ist das Game so hell, dass ich nicht mal eine Taschenlampe brauche. Machst du trotzdem mal an für euch? Mich erschrocken. Oh. Na. Direkt erschrocken Gänsehaut bekommen, ne? Ich hab auch keine Steps gehört. So, jetzt müssen wir Nummer 6, 7, 7, 5, 4, 9, 2. Das hier. Ich wüsste mal gerne, wo man den Schlüssel findet, ne? Sonst hätte ich ja gerne den hier gemacht. Das? Schön gewesen. Das ist hier auch noch ein... Okay, warum ist von innen auch noch ein Schloss dran, ne? Ich wüsste gerne, was hier immer so rumpelt. Das ist ja ungeheuerlich. Hoppala. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Hier unten ging es nicht weiter, ne? Phobian. So kamen wir jetzt. Von hier kommen wir doch aber in die 5 runter, ne? Oh. Bin vorsichtig. Dass uns hier wieder jemand auflauert. Wie gerade eben. Ich weiß bis heute nicht, warum ich hier diese Axt nicht nehmen konnte. So, 6, 4, 5, 8, 12. Ich glaube, wir müssen nicht wieder Schach spielen, weil Leo hat das gestern souverän gemeistert. Neunzehn nach rechts. Hinweise gibt's nicht, oder was?
So eine Kiste habe ich doch schon mal in dem einen Schrank gesehen. Die konnte ich aber nicht aufmachen. Warum das? So, ich wette, wenn man den Tresor knapp. Ach, hier. 19 nach rechts, 24 nach rechts und 17 nach links. 19, 24, 17. Glaube ich 17, ne? Oh. Wir müssen ja rechts und dann nach links drehen. Also erstmal 19. Ne, 17. Ja, das war's nicht. Hat die Frage, in welcher Reihenfolge wir das eingeben müssen. Wo fängt man an? Fangen wir mal 24 an. Keinen Sinn. Muss ja immer nach links drehen. Dazwischen. Also die 17 muss definitiv in der Mitte sein, oder? Bei 74. In 19. Geht nicht, also dann 19. Verbesserungspunkte haben wir. So viele. Gut.
Okay. Wo sind wir denn jetzt? Der Ekelviechers. Ich höre eine Spinne, sind wir das genau unter uns? Wir können in beide Richtungen. Off aim. Okay, wir sind jetzt im vierten. Irgendwas? Ja. Irgendwas Bedrohliches, wollte ich sagen. Warum diese Uhren so laut sind, ich verstehe es nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Da waren wir vorher. Oh, heilige Scheiße. Nein! Kommt er da durch? Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Warum kann ich denn nicht sprinten? So. Ich will da nicht lang. Da ist der Dicke mit der Lampe. Geh erstmal nach oben. Können wir bestimmt umlaufen. Weg zur Kiste. Nicht öffnen kann. Toll. Ah, ist ein Schlüssel. Metalltor in der sechsten? Ich überlege gerade, ob das die Tür ist, wo ich nicht durchkam. Wo sind wir gerade hier in der sechsten? Ist hier die Tür? Ja. Gut, kann uns vielleicht noch helfen. Problem ist, wir müssen jetzt runter in die vier, ne? Da habe ich ja mega Böcke drauf. Wir wissen ja, dass wir dem Typ nicht beikommen können.
ist schon wieder so geleckt, ne? Aber ich glaube, es liegt an der Sequenz. Ah, Jesus Christ. That was close. I better hurry and find this damn 709 key before he comes back. Mal ohne Flachs. Was hat mich da jetzt gerade gerettet? Der hätte mich doch jetzt mordsmäßig aus dem Leben schallern müssen. Muss ich schon wieder rumpuzzeln, ja? Jetzt splittet ein bisschen. Man sich halt echt was passiert ist, ne? Liebe ist, wenn das passiert. Kassettenrekorder mitnehmen für den Fall. Warum ist denn der von Instant umgefallen? Lag das daran, dass sie ihn irgendwo anders getroffen haben? Soll ich mal um.